Das ist schon eine wenig verrückte Idee, aber am Ende vielleicht nicht so blöd. China will einen künstlichen zweiten Mond ins All schicken. Der Himmelskörper soll nachts Licht zur Erde schicken, damit eine Stadt erleuchtet werden kann. Der Effekt: Es kann eine Menge Energie gespart werden, weil die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet werden kann. Wow, kühne Idee, aber wie will man einen ganzen Mond ins All schicken? Und was passiert da alles noch in China? Klicks um Science and Fiction. Bei uns gibt es jeden Tag ein Video mit spannenden Facts und News. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Okay, let's go. Herzlich willkommen. Eine absolut geniale Idee und sie wird schon länger überlegt, aber in China macht man seit einigen Jahren Nägel mit Köpfen. Okay, erstmal zu Beginn, einen ganzen Mond schießen die Chinesen natürlich nicht ins All, woher und womit und so weiter, technisch nicht machbar. Aber es geht kleiner, aber genauso effektiv, zumindest für eine Stadt. 2020 soll ein Satellit auf eine geostationäre Bahn geschickt werden, so wird zumindest vermutet, der zumindest eine ganze Stadt beleuchten kann. Selbst das ist erstmal eine Herausforderung. Chengdu heißt die Stadt, die als erstes ihre Straßenbeleuchtung ausschalten können soll. Wohlgemerkt können soll. Es ist ein Experiment. Niemand weiß, ob es wirklich so hundertprozentig funktioniert wie geplant. Bei den Russen sind solche Experimente in den 90er Jahren schiefgegangen. Aber wenn es funktioniert, könnte es die Energiewende weltweit revolutionieren. Und wie es funktioniert, darüber hüllt sich China in Schweigen. Eins ist sicher, der Satellit soll Sonnenlicht auf die Erde reflektieren. Das geht nur auf einer geostationären Bahn, denn nur von dort kann zuverlässig ein Punkt auf der Erde anvisiert werden. Nächte sind dort viel kürzer, weil der Erdschatten so klein ist. Maximal dauert die Nacht dort je nach Jahreszeit 70 Minuten. Und auf dem geostationären Orbit gibt es nur zwei stabile Punkte, an denen die Satellitenbahn nicht ständig korrigiert werden müssten. Für China wäre das 75 Grad Ost optimal. Von dort aus wäre der Satellit wegen der großen Höhe sogar in der Lage, sich Städte auszusuchen. Wie der Satellit allerdings genau konstruiert ist, dazu hüllt sich das Entwicklungsteam in Schweigen. Nur so viel ließ man durchsickern: Der Satellit soll 8-mal so hell wie der Mond sein. Das würde zur Straßenbeleuchtung ausreichen. Das Gebiet, das beleuchtet werden könnte, würde einen Durchmesser von 10 bis 80 Kilometern haben. Wow, ein gigantisches Projekt. Es gibt aber auch Kritik: Wie reagiert die Tierwelt, wenn so große Bereiche beleuchtet werden? Und der Plan wirft wieder mal ein Schlaglicht auf die ambitionierte Wissenschaftsszene in China. Inzwischen pumpt die Regierung dort Milliarden in die Raumfahrt. Dieses Jahr könnten dort zum ersten Mal mehr Raketen starten als in den USA. 2020 beginnen die Chinesen mit dem Bau einer Raumstation. Wenn die ISS dann verschrottet werden muss, dann gehört die einzige Raumstation im Erdorbit China. Schon etwas bedenklich, dass eine Diktatur die Regie im Weltraum übernimmt. Und auch bei den Mondsatelliten will man dranbleiben. Klappt das Experiment, sollen 2022 schon 3 weitere künstliche Monde in den Erdorbit starten. Wow, da wird nicht groß gefackelt, sondern einfach mal gemacht. Wenn ihr dazu und zu allen weiteren Themen kein Video verpassen wollt, dann addet meine Nummer bei WhatsApp. Dafür hier draufklicken, dann bekommt ihr den Link zum aktuellen Video täglich persönlich noch vor allen anderen von mir. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Geschenk. Ich freue mich auf euch. Hier geht es weiter darunter. Dafür auch draufklicken. China plant Marskolonie. Bis dann. Bleibt dran.